Wollen wir erstmal eine Stunde Unterricht nehmen? Wäre auch mal wieder von Vorteil, wenn wir was lernen würden. Auf zum Astronomieunterricht. Hatten wir das schon mal gehabt? Nee, ne? Das ist auch ganz neu. Beginnen wir gleich die erste Stunde Astronomieunterricht. Bin sehr gespannt. Natürlich müssen wir wahrscheinlich jetzt zu den Astronomieturm. Der ist ziemlich weit oben, logischerweise. Da waren wir auch schon... Da waren wir schon auch, glaube ich, in den ersten Folgen auch schon oben und haben uns den mal ein bisschen näher angeschaut. Ihr seht, ne? Ach hier, gibt's was mit Levioso oder Leviosa? Levioso. Zu erledigen, da können wir eine Handbuchseite holen. Hier die Statuen, wo man Levioso macht. So, und hier sind wir kurz vor den Astronomieunterricht. Bin schon sehr, sehr, sehr gespannt und sehr aufgeregt, was man da eigentlich lernt. Professor Schaas, Unterrichtsraum ist ganz oben im Astronomieturm. Da haben wir jetzt uns schon hinbegeben. Ich muss beim Eingang zum Raum der Wünsche die Treppe hochsteigen, um ihn zu erreichen. Ich sollte mich dorthin begeben. Ja, schauen wir uns mal an, was wir da lernen können. Also lernen können wir, glaube ich, nichts. Keinen Zauber, weil wir haben fast alle Zauber. Aber trotzdem schauen wir uns das mal an. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich. Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Meine Damen. Professor Schaar. Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Oha, jetzt dürfen wir hier ein bisschen rumspielen. Fokussieren mit dem rechten Analogstick, ja? Ah. Ja, es sieht aus wie scharf, ne? Obwohl es noch so vernebelt ist. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomiealtäre an, die Sie im ganzen Hochland aufstellten, wo Sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Alle Frierts, die sind froh, wenn sie wieder vom Kamin hocken können. Oh, hallo. Ich bin Amit. Wir haben Zaubertränke zusammen. Glücklicherweise gab es in diesem Kurs noch keine Explosion. Oh, hallo Amit. Schön, dich wiederzusehen. Habe ich Professor Schaar richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Ich wusste gar nicht, dass man eins haben braucht. Also, ich kann ein Teleskop nicht nehmen. Wollen wir... Das klingt ja eher so bescheiden, ne? Ah, ja, eigentlich schon, ne? Das kann ich nicht annehmen, Amit. Du brauchst es vielleicht. Doch, wirklich. Ich brauche es nicht. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine... Natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel.
Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Irgendwie sind wir hier der Einzige, der eigentlich hier so einen Hut hat, ne? Das geht mir auch jetzt gerade so ein bisschen auf den Keks, ja. Ich muss jetzt erstmal mein Styling nochmal überdenken, ja. Das ist Ivo Müller. So. Die Brille, die hauen wir jetzt auch mal weg. Ach. Ich habe es verlernt. So. Passt. Ich habe die Sternenbeobachtung möglichst lang aufgeschoben. Hat ja viel gebracht. Wie soll ich Sirius finden, wenn meine Hände zu kalt sind, um ein Teleskop zu benutzen? Der ist doch ein Hund, oder? Sirius. Ich weiß nicht, was man von Astronomie-Altären lernt, was sich nicht auch aus Teeblättern lesen ließe. Amit meint alles zu wissen. Er sagte mir sogar, dass er Koboldogak spricht. Für mich klang es wie Kauderwelsch. Ich habe von diesen merkwürdigen Steinaltären im Hochland gehört. Vielleicht hat Professor Shah davon gesprochen. Professor Shah ist so kalt und distanziert wie die verfluchten Sterne, die wir kartieren sollen. So wollte ich meinen Abend nicht verbringen. Ja, ich meine, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Die können sich ja gut einpacken. Naja. Gehen wir mal runter. Wir sollen ja jetzt das Teleskop im Lager finden. Und da sehen wir doch schon wieder was, was wir machen können. Komm, trink! Ein bisschen Feuer in die Feuerschale rein. Damit wir noch eine Handbuchseite bekommen. Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung, das muss man nutzen. Professor Shah, ich würde gerne mehr über Astronomie erfahren. Immer seltener trifft man auf Schüler, die sich mit himmlischen Dingen befassen, aus eigenem Antrieb. Aber wenn sie wirklich die Bahnen im Kosmos kartieren wollen, müssen sie ihren Geist vom irdischen Geplapper anderer befreien. Wir selbst sind wie unbeschriebene Himmelskarten, wissen Sie? Leere Leinwände, die nur darauf warten, all das aufzunehmen, was das Universum zu bieten hat. Verstehen Sie? Ich merke, Sie halten nichts von Wahrsagen. Warum? Stimmt es, dass Sie nur wenig von der Wahrsagerei halten? Von allen anderen Disziplinen, die hier gelehrt werden, ist Wahrsagen sicherlich die schwächste. Vor allem, wenn es um diesen astrologischen Unsinn geht. Astronomie und Astrologie sind nicht dasselbe. Das eine ist verbriefte Wissenschaft, das andere purer Wahnsinn. Okay, also sie möchte unbedingt, dass Astronomie eine starke Abgrenzung von Astrologie gemacht wird, was ja auch richtig ist. Was sind Astronomie-Altäre? Sie haben im Unterricht Astronomie-Altäre erwähnt. Worum handelt es sich dabei? Vor langer Zeit haben Liebhaber der Astralkünste überall Steinplatten aufgestellt. Sie sind ideal, um Sternenkonstellationen nah und fern zu studieren. Über Jahrhunderte nutzten Zauberer diese Astronomie-Altäre zur Sternenbeobachtung. Leider sind sie jetzt nur noch Mahnmale des unerschrockenen intellektuellen Strebens einer vergangenen Epoche. Danke, Professor. Ich freue mich schon auf die Sterne. Das höre ich gern. Die Sterne stehen heute günstig. Oh, das klingt schon wieder fast wie Astrologie. So, finde Amit auf der unteren Plattform, der ist hier. Also anscheinend können wir bald was in Zukunft mit dem Teleskop machen. Das finde ich schon auch wieder interessant. Gibt es ein neues Feature gleich. Hallo. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunaskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts.
Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Da kommen wir ja schon zu dieser neuen Nebenaufgabe. Das Teleskop hat also einen Haken. Ja gut, nein, das werden wir nicht nennen. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei? Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Joa. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los. Klasse, du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? Ja, ich will ja mal die Technik kennenlernen hier. Oh. Das war in der Nähe von den Quidditch. Und den Tierwesen-Halterungen. Der Altar ist an der Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. Fein, dürfen die, die, so gruselig die das ist auch es jetzt hier einfach draußen, so? Macht's gar nicht, was? Der Koboldsteinclub ist fein. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Jetzt hat er Schiss plötzlich. Lumos! Lumos! Rivelio! Da haben wir eine eingesperrte Badewanne. Diese Badewanne wird bereits seit eh und je unter Verschluss gehalten. Gerüchten zufolge wurde die Wanne vor Jahrzehnten verzaubert, um hinter Schülern herzujagen, die zu sehr mit ihrem Studium beschäftigt waren, um sich um die Körperpflege zu kümmern. Oh, ist ja geil. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Schlamm. Da warst du. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so Lumos. Sauber, wie ich erwartet hatte. Da warst du 3-4 Tage als Student nicht baden oder duschen und dann kam die Badewanne und hat dich hinterhergejagt. Vielleicht solltest du dann da quasi reinkleiden, während sie dich dann gejagt hat. Lumos! Hier ist Hogwarts gleich. Goldenen Seidenumhang. Wieder eine Spinnwebe, die wir verfeuern müssen. Confetto! Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Ach Quatsch, doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Gut, da würde ich jetzt nicht denken, dass der bloß weil so nah in der Schule ist, aber er meint vielleicht diese großen Spinnen, die im verbotenen Wald sind. Ah, und hier kann man jetzt den Teleskop reinstellen. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Ah. Das erinnert mich ein bisschen jetzt an Assassin's Creed Origin, wo man so die Sternbilder nachjustieren musste. Ja, doch, doch, doch. Ah, okay, das ist die Leier. Interessant, interessant. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meinen Memoiren erwähnen. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Bis bald. Cool. Neues Feature freigeschaltet durch den Unterrichtsstunde Astronomie. Jetzt gibt es wahrscheinlich immer Gegenden, ja, wo man hier jetzt sein Teleskop ausfahren muss. Und ich meine es nicht zweideutig. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick.